just say. Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Leute. Heute mal wieder ein nachkommentiertes Facecam Video für euch am Start und ja erstmal ein paar Worte zum Gameplay, das ihr heute im Hintergrund seht. Denn es ist heute eigentlich mal ein wenig besonders, kann man eigentlich schon sagen, in Anführungszeichen exotisch sogar. Weil ich habe hier eine sogenannte Schneckennuklear gespielt. Jetzt werden sich einige fragen, Anton, was ist eine Schneckennuklear, um Gottes Willen? Und zwar Leute, eine Schneckennuklear ist eine Nuklear ohne Sprinten quasi gespielt. Und es ist hier das Ganze so entstanden, es war eigentlich random, weil ich habe hier zusammengespielt mit dem Red, der hat da zu der Zeit gelivestreamt. Also falls ihr Red nicht kennt, das ist Apokalypto Red. Ich verlinke euch ja mal seinen Kanal einfach in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch mal bei ihm vorbeischauen. Und ja, da kam eine Host Migration, danach wurde ich Host. Und nach der Host-Migration konnte ich leider nicht mehr sprinten. Das war irgendwie voll der komische Bug. Angel hat dann gesagt, das ist auch einer aus dem Apo-Clan, dass das irgendwie damit zusammenhängt wegen der Host-Migration. Aber nun ja, dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ich mach trotzdem den Nuklear. Und ja, das ist mir dann gelungen, auch noch sogar ziemlich schnell dafür, dass ich nicht sprinten konnte. Ich glaube in 3 Minuten oder so. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch wird das Gameplay gefallen. Hier mit der AN94 das Ganze erschwitzt mit der schwitzigsten Schwitzwaffe Number One auf der Welt, sage ich mal, in Black Ops 2. Und ja, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, euch wird es gefallen. Heute mal ein etwas anderes Gameplay. Hier übrigens übelst der Schwitzer im Gegnerteam. Irgendein Nachtschreiner, so ein Lyrics mit I Love AN94 als Emblem. Boah, das sind eh immer die schlimmsten, aber nun ja, was soll's. Wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt's. Und ja, heute wollte ich mal ganz kurz euch etwas sagen. Und zwar, Leute, habe ich so eine ganz coole Idee eigentlich mir ausgedacht. Zusammen mit dem Marcel und auch mit Red habe ich auch schon darüber geredet. Und zwar würden wir ganz gerne so ein kleines Projekt starten auf YouTube, wo die ältere COD-Generation, also die alten... Was heißt alten halt, ihr wisst schon, was ich meine, COD-Kommentatoren gegen die neueren antreten, also quasi zum Beispiel Solution, Tesco, Danny Burnage, Cookies ist ja auch schon ewig dabei, gegen Red, gegen mich, gegen Marcel oder wer kann noch alles mitmachen, Montana Black, das sind alles so Newcomer und die sozusagen gegen die ältere COD-Generation, das wäre doch eigentlich eine richtig coole Idee, dass die dann irgendwie so 4 gegen 4 oder 6 gegen 6 spielen, so Clan War mäßig, das wäre doch eigentlich, wie ich finde, eine richtig geile Aktion, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet, also wir haben das Ganze natürlich noch nicht geplant, ich wollte euch einfach mal fragen bei diesem Video, wie das Ganze bei euch ankommen würde. Und ja, wenn ihr sowas sehen möchtet, Leute, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da auf dieses Video und schreibt doch mal bitte in die Kommentare ja eure Meinung auf jeden Fall und wer denn alles mitmachen soll bei diesem Projekt. Also wer fällt denn da euch alles ein? Es wird natürlich jetzt nicht so einfach sein, das Ganze zu organisieren, dass alle auf der gleichen Konsole und so zur selben Zeit zocken, weil ich denke mal, nicht jeder hat ja die gleiche Konsole bei sich zu Hause stehen. Mir fällt dann zum Beispiel noch ein, Danny Burnish, der glaube ich auch eine Playsee, Cookies hat eine Playsee, Tesco Solution, also die könnten auf jeden Fall mitmachen, Krieger vielleicht auch, das wäre auch eine richtig geile Aktion, glaube ich, wenn der auch mal mitspielen würde, so, könnte ich mir auf jeden Fall richtig unterhaltsam und lustig vorstellen. Also Leute, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wen ihr alles sehen möchtet bei dieser Aktion und ob ihr sie überhaupt sehen möchtet. Und ja, wie gesagt, lasst einfach einen Daumen nach oben da auf dieses Video. Hier musste ich noch campen, weil ich GMP-granatet wurde von irgendeinem deutschen Abfucker, Alter. Egal, Nuklear trotzdem noch gemacht. Wie gesagt, eine Schneckennuklear heute und ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ciao.